Hier habe ich irgendeinen Schrein entdeckt. Ach so. Ich hasse Eisgeister. Die zu treffen ist einfach unglaublich eklig. So. Kennst du das, wenn du vergisst, was du tun wolltest? Ja. Klassiker bei mir. Heilung. Wo man gerade im... Ja, Klassiker von mir. Kenne ich allzu gut. Der Schlangenstein. War der Schlangenstein nicht irgendwie dafür, dass ich... Warte, was ist, wenn ich hier drin kriege? Ich Schaden? Nö. Für Illusionen und sowas? Gut, also für mich nichts Interessantes. So, und jetzt muss ich quasi wieder komplett zurückrennen. Ne, einmal hier runter nach... zum Palast der Könige. Ja, wir werden jetzt zum vollwertigen Sturmmantel. Vollmäntigen Sturmmantel, genau. Naja, ich bekomme gleich vollmäntigen. Viele Einwohner Windhelms fürchten aufgrund einer Hexenrahmen sind mit den scharfen Krallen nicht nur im Nahkampf gefährlich Gegner, sondern können auch aus der Distanz mit verheerenden Zerstörungszaubern angreifen. Ja, super. Ja, Pooper. Ja, super Pooper. Vollmäntigen Sturmmantel. Kann ich? Achso, ich... Das ist Heilung, so. Eure Trainingspuppe brennt. Huhu. Huhuhu. Darum verschwenden wir doch gleich Zeit und schwindende Reserven, um einer Legende hinterher zu jagen. Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt existiert. Ja, ihr lebt. Dann schulde ich Ulfric einen Met. Ich muss gestehen, ich hatte nicht erwartet, euch noch einmal zu sehen. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr habt eindeutig das Zeug zum Sturmmantel. Wir sollten die Sache jetzt amtlich machen. Seid ihr bereit, euren Eid abzulegen? Melly, vielen lieben Dank für den Host. Wollt ihr damit sagen, ihr habt mich dort rausgeschickt, damit ich sterbe? Ganz und gar nicht. Dies war eine Prüfung eurer Fähigkeiten und eurer Entschlossenheit. Ich zweifelte daran, dass ihr auch mit dem Herzen bei der Sache seid. Ihr habt mir das Gegenteil bewiesen. Das respektiere ich. Doch genug der Sentimentalitäten. Es wird Zeit für euch, euren Eid abzulegen. So, was wolltest du denn tun, Melly? Mein Eid? Oder war der Host das, was du tun wolltest? Bevor ihr wirklich zu uns gehört, müsst ihr Jarl Ulfric Sturmmantel, dem zukünftigen Großkönig von Himmelsrand, einen Treueeid schwören. Außerdem müsst ihr auch euren Gefährten bei den Sturmmänteln, dem Land und dem Volk von Himmelsrand, eure unerschütterliche Treue schwören. Reicht es nicht, dass ich kaiserlich bekämpfen möchte? Ihr könnt einen Kaiserlichen euer Schwert in den Leib rammen, wann immer ihr wollt. Das macht euch aber noch lange nicht zu einem Sturmmantel. Wir kämpfen nicht nur gegen die Kaiserlichen. Wir kämpfen, um Himmelsrand zu alter Pracht zu verhelfen. Um dem Land den König zu geben, den es verdient. Ja komm, ich bin bereit, das Geschwür zu leisten. Gib ihm. Das ist die richtige Einstellung. Wenn ihr diesen Eid ablegt, werdet ihr eine von uns, eine Heldin des Volkes, eine wahre Tochter Himmelsrands, ein Sturmmantel, sprecht mir nach. Ich schwöre, bei meinem Blut und meiner Ehre, Ulfric Sturmmantel zu dienen. Uff. Ich schwöre, bei meinem Blut und meiner Ehre, in den Dienst von Ulfric Sturmmantel zu stellen. Jarl von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Ja, von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Ja, ich spiele einen weiblichen Charakter, Keck. Talos sei mein Zeuge. Möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. Talos sei mein Zeuge, möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. An meinen Herrn, wie an meine Waffenbrüder und Schwestern. An meinen Herrn, wie an meinen Waffenbrüdern und Schwestern. Ruhm und Ehre den Sturmmänteln, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand.
Oh, mein Ehre, die Sturmmenschen, die waren Söhne und Töchter von Himmel. Ihr seid jetzt einer von uns. Einer also von uns. Einer von uns. Reise gehen. Ach ja, hier. Da ihr nun zu den Sturmmenschen gehört, solltet ihr euch auch dementsprechend kleiden. Ich kleide dein Gesicht gleich zu den Sturmmänteln. Du trägst so viel Katzenmähren, ich warte gerade drauf. Die Zackenkrone. Ist okay. Das passiert. Was ist das Ziel? Ja, ne, ich bin jetzt hier bei den Krieg drin, aber was ist überhaupt unser Ziel? Zuerst werfen wir die Talmor und ihre verdammt kaiserlichen Marionetten aus dem Land. Dann machen wir Himmelsrand wieder zu dem, was es einmal war. Wenn wir das erreicht haben, ziehen wir mit unserer Armee gegen den Bund und zeigen den spitzohrigen Bastarden, dass nicht jeder bereit ist, ein Dasein als Sklave zu fristen. Das ist spitzohrigst. Gründe? Seit wann braucht ein Mann einen Grund dafür, seine Familie zu beschützen oder sein Heimatland zu verteidigen? Es sind die verfluchten Fremden und das Kaiserreich, die Gründe brauchen. They took their jobs! So hört sich das an. Stellt ihr euch gegen jeden, der kein Ort ist? Ich verachte die Tyrannei. Und ich verachte jeden, der mir vorschreibt, wie ich leben, was ich denken und woran ich glauben soll. Ich bin ein Mann. Himmelsrand ist meine Heimat. Und darauf bin ich stolz. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Lest eure Geschichtsbücher. Genug geredet. Es gibt viel zu tun. Sie verlangen die Volksversammlung. Und die Volksversammlung soll auch verdammt sein. Wir sollen riskieren, dass diese Milchtrinker Toriks Frau auf den Thron setzen? Die präsentiert Himmelsrand den Elfen doch auf einem Silbertablett. Noch ein Grund mehr. Gründe? Anspruch legitimieren. Wie du siehst, wir sind... Also wir haben Boo-Plates. Ich kann ja mal ganz kurz... zeigen. Da. Nein, aber die. Wir sind weiblich. Wenn sie überhaupt existiert. Es gibt schielen wir? Sie wird das Symbol für die sieht so ein bisschen aus, als würden wir schielen. Oder als wären wir gerade richtig betrunken einfach. So. Achso, das ist sogar leichte Rüstung, was ich hier bekommen habe. Aber meine Elfenrüstung ist besser. Pelzstiefel dazu. Genau, Pelzhelm. Gut, Morokai ist besser, was Rüstung angeht. Kein Jutmont? Nee. Damit dürfte ich nicht streamen. So, Elfenstiefel. Elfenpanzerhandschuhe, das sind nämlich auch. Auch besser. So, Eisenhelm der Großen und der Geringen. Achso, guck mal, ich habe hier zwei unterschiedliche Eisenhelme, was das angeht. Nett. Ich bin fast voll vom Gewicht her. Einfach weil der mich voll gekackt hat mit so einer dämlichen Upsa. Mit so einer dämlichen Rüstung. Das heißt, wir gehen jetzt einmal ganz kurz. Ich scroll gerade schon wieder. Ach, Spiel, please. Genau, Morokai. Die Zackenkrone. Hast bestimmt eine Privatzelle, oder? Mit Sexy Time Mods. Lell. Ja, natürlich. Kennst mich doch. Nee, ich hab sowas nicht. Also ich weiß, dass sowas existiert. Ich hatte auch Bekannte, oder ich habe Bekannte, die auch mit dieser Art von Mods spielen, aber ist jetzt für mich nicht so. Wenn ich Mods installiere, dann ist es eher halt irgendwie so Grafikmods. Hauptsache Sixpack, ne? Nee, Hauptsache Fass. Ne, oder um irgendwelche altbekannten Bugs rauszupatchen. Ja, irgendein Kind. Kann das niemand an der Leine lenken? Ich spiele nur mit dieser Art Mods. Fair zu sein, ne, wenn eine AAA-Firma... Ach guck mal, stimmt, wir haben ja unser Haus jetzt komplett eingerichtet. Und seitdem war ich hier noch nicht wieder drin. Nee, jetzt ist hier nicht eingerichtet, aber hier sonst ist überall ordentlich gemacht und sowas. Guck mal, jetzt kann ich hier meine Waffen reinlegen. Warte, ich habe doch bestimmt irgendwelche Waffen, die ich ausstellen kann. Ich kann hier Eisenschwert einmal nehmen. Und den Zwergen Zweihänder.
Achso, stimmt, die zwei Hände nutze ich mit zwei Händen, deswegen, ja. So. Aber ich habe doch eine Waffe ausgerüstet. Hä? Wieso, du musst eine Waffe ausgerüstet haben? Okay, ich muss sie in der rechten Hand haben dafür. Hack Miss Flauschi, Hack Melly. Einen Hack Command habe ich noch nicht. Guck mal, hier kriegen wir Bücher, ne? Und wir kriegen auch Gold geschenkt. Das ist so die Sache, die ich jetzt, also, ne, wirklich nie verstanden habe. Ich kaufe mir Zeug und krieg einfach Gold geschenkt. Stimmt, das ist ein... Ah, genau, hier kann ich Bücher reinlegen, die dann sogar richtig drin stehen. So, sowas möchte ich... Das finde ich toll. So, bitte durch, hier mal Videum. Einmal da reinlesen, das Lösegeld für Zarek. Achso, das Nö, sage, okay, ablegen. Achso, ist ein Questgegenstand. Hat das auch ein Questobjekt? Ah. Ne, unsterbliches Blut kann ich da noch einsetzen. Fallen die automatisch um? Anscheinend, ich gehe mal davon aus. Oh mein Gott, ich werde mich jetzt erstmal hiermit beschäftigen, dass ich mein Haus einrichte. Schatten an der Haustierecke. So. Gib mir all die Bücher. Gib mir all die Bücher. So, doppelte Bücher brauche ich aber nicht reinsetzen, das möchte ich nicht. Verzeichnete Waffenzauberung, Zauberbuch Funken, Giftresistenz. Ah. Mischtaktiken kann ich da noch reinpacken. Olaf und der Drache kann ich da noch reinpacken. Talos Fehler. Zufallsfehler. Oh. So, sowas finde ich toll. Bücherregale. Ja. Achso, ich kann da nur eine gewisse Anzahl Bücher reinstellen. Achso, habe ich jetzt da aus Versehen... Ups, ich habe jetzt Briefe reingelegt. Das wollte ich nicht unbedingt. Genau, das darf ich nicht. Living-Krise, Schlacht... Fandst nicht so viele Bücher. Oh. So, Anmerkung. Bericht zum Vorfall, den möchte ich wieder rausnehmen. Das möchte ich wieder rausnehmen. Und dann kann ich jetzt wieder zwei Bücher reinpacken. Oh, ich finde es so schade, dass ich nicht noch mehr Bücher reinpacken kann. Achso, ich habe... Oh. Warum darf ich nicht ins untere? Aber ich habe da doch noch... Ah, okay. Darf ich? Die Welt bricht zusammen. Man darf nicht noch mehr Bücher abstellen. So. Viel des schönen Wohnens. Das Tagebuch darf ich nicht. Ne, weil das ist wieder so ein Questgegenstand. Olaf und der Drache. Talos Fehler. Tochter des Nieben. Zeichnete Waffen, Zauberding, Zufallsfehler. Schaut euch das an. Ich habe ein Bücherregal. Soll nicht fies sein? Sei mal fies, Melly. Du hast es dir erarbeitet, fies sein zu dürfen. Gibt es auch sowas wie einen Rüstungsständer? Das ist nochmal ein Waffenhalter. Das sind irgendwie... Das verstehe ich nicht ganz. Erlaubt, das Obst ist erlaubt. Achso, genau, hier habe ich ja noch irgendwie all sowas anderes Krammäßiges drin, aber da könnte ich... Ach cool, ich krieg einfach ein Eisenschild und zwei Eisenzweihänder geschenkt. Super. Ist in der Kommode was drin? Schäbige Klamotten, vielen Dank dafür. Wegen Edna. Nee. Ich beziehe das jetzt auf was anderes und dann ist gut für mich. Allgemeine Rüstungsstände, ja, Kopierhopper in dem Haus speziell. Ich habe jetzt gerade keins gesehen. Also ich werde jetzt auch nur hier die, den Eisenhelm der großen Illusion ablegen. Der geringen kann ich, umpanzern und die Stiefel. All die Fellrüstung, die ich jetzt gerade, oder Pelzrüstung, die ich jetzt geschenkt bekommen habe und die meine Traglast einfach mal wieder ins Zehntausende katapultiert. Also wenn es...
oder ja, wenn es Rüstungsstände allgemein gibt, dann würde ich da auch einfach später mir alle Rüstung einmal machen wollen. So. Jetzt haben wir wieder Platz, jetzt kann ich wieder ruhig zurück mich porten. Und dann machen wir weiter. Hup. Und ich trinke mal was, ja. Ja. Wenn im Schneebezirk wurde in Anspielung auf die dort ansässigen Dunkelelfen in Grauer Bezirk umbenannt. Grip, voll Rassisten überall hier. Mit der Macht des Fürstensteins regenerieren sich deine Gesundheit und Ausdauer für bestimmte Zeit deutlich schneller. Ich weiß, man kann, also Haus und Windhelm hat, glaub mir, Rüstungs- und Waffenständer. Was wollt ihr, Kaiserlicher? Ripp, was ein Assi, einfach so, was wollt ihr, Kaiserlicher? Bitte. Mi. Schwinden wir doch gleich Zeit und schwindende Reserven um einer Legende. Ich bin im Palast für das Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt existieren. Warum? Warum reden die eigentlich immer durch 10.000 Räume durcheinander? Das ist wie so ein Teenager, der bei sich aus dem Zimmer rausbrüllt. Ah, du bist voll Kacke, Mama! Wie lautet die Mission? Ich habe die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Ist das nicht unglaublich? Unser Ziel ist Corvan Yund. Sollte der alte König Borgas tatsächlich dort begraben sein, müssen wir mit Problemen rechnen. Eure Sturmmantelbrüder sammeln sich bereits vor dem Grab. Wir treffen uns dort, sobald ich hier alles erledigt habe. Nice. Was ist denn die Zankrone? Kennt ihr nicht den alten Vers? Der Schlund speit eiseskalte Schneiden, hinab von blauem Drachenthron, gebärt des stolzen Winters Leiden, den Großkönig samt Zackenkron. Ihre Geschichte reicht mindestens bis in die Zeit König Harald zurück. Der Großkönig hat seit eh und je die Zackenkrone getragen, als Symbol seiner Stärke und Macht. Die Krone wurde aus den Knochen und Zähnen uralter Drachen gefertigt. Sie soll einen Teil der Macht jedes Königs enthalten, der sie getragen hat. Das mag stimmen oder nicht. Doch wer würde schon Ulfrichs Anspruch anfechten, wenn erst die legendäre Zackenkrone sein Haupt ziert? Rechnet ihr mit Gefahr? Normalerweise rechnet man mit Zahlen, nicht mit Gefahr. 1k plus Spielstunden in Skyrim, ja, uff, keck. Points gibt nicht, Melly. Mimimi, wenn Schatten nicht speichert. Ja, wenn das Spiel dann abstößt, dann Mimimi. Oh ja. Der alte König Borgas wurde auf der großen Jagd getötet. Nur die Götter wissen, mit welch frevlerischen Künsten diese Elfen seine Überreste verflucht haben. Von Flüchen einmal abgesehen. Sind die Gräber von Königen denn nicht immer voller Fallen, um Grabräuber abzuwehren? Aber keine Sorge. Nichts, womit ein Haufen Sturmmäntel nicht fertig werden könnte. Sturmmäntel sind also wie Redshirts aus Star Trek. Einfach so viele gegenwerfen, bis es nichts mehr sterben kann. Nun, ihr Standort ging mit König Borgas verloren, nachdem er auf seinem verfluchten alessianischen Kampagnen während der großen Jagd getötet wurde. Der Legende nach wurde sein Leichnam aber heimlich nach Himmelsrand zurückgebracht und mit der Krone begraben. Das Wissen über den genauen Ort ging in den nachfolgenden Erbfolgekriegen verloren. Mit Hilfe von Quellen, die nicht genannt werden sollen, habe ich die vermeintlich letzte Ruhestätte von König Borgas ausgemacht. Corvan Yund. Wenn es die Krone wirklich gibt, ist sie dort. Quellen, die nicht wirklich genannt werden dürfen. Lord Voldemort? Darf ich jetzt schon? Nee, das Geld darf ich noch nicht nehmen. Hey, Unblutiger. Wir sollen riskieren, dass haltet die Augen offen. Frau auf den Thron. Hast du mich gerade Unblutiger genannt? Was soll denn bitte ein Unblutiger sein? Ach du grüne Neune. Ey, Unblutiger! Ich wurde hier schon viel genannt. Unblutiger. Oh, der Himmel. Okay. Der Himmel ist so hübsch in diesem Spiel.
Ich kenne mich übrigens in dieser Stadt so ungefähr gar nicht aus. In welcher Stadt bin ich überhaupt nochmal? Ich bin in Windhelm. Um Blutig jemand seine Tage nicht verkauft. Irgendwie passt seine Stimme nicht zu deinem Gesicht. Ihr braucht etwas? Ihr braucht etwas? Ja, dich. Oh, 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 oh. So, ich muss mich mal in dieser Stadt orientieren. Windhelm ist schön. Ich finde es sehr unübersichtlich. Öffnen Hauskerzenschein. Was ist Hauskerzenschein? Ist es irgendwie... eine Taverne? Nee, ist Hauskerzenschein. Gehen wir mal rein. Gucken wir mal, was Hauskerzenheim ist. Irgendwas ist erstmal umgefallen. Klassiker. Ich habe mir mein Vermögen als Schiffskapitän erarbeitet, aber jetzt bin ich im Ruhestand. Ah, warte, spielt sie das mit ihrer Nase? Könnte sie genau... Es schaut so ein bisschen aus, als würde sie das an ihre Nase halten, einfach reinpusten. Die eine Hälfte ist für die Reichen und Händler, links, wenn du reinkommst, die andere für die Seefahrer und dunkle Elfen, arm Viertel, rechts, wenn du reinkommst. Der Schlechter könnte hinter jeder Ecke lauern. Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Ah, die hat eine gute Singstimme. Fort mit dem Kaiser und allem, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Ihr euch, Ulfric, unser Großkönig, auf euer Wohl trinken wir und das nicht zu wenig. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang und ist es zu end, führt noch so in Garde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Ihr euch, Ulfric, unser Großkönig, auf euer Wohl trinken wir und das nicht zu wenig. Ja? Oh, kommen wir jetzt auf Metal hier? Ich heiße Nils. Ich bin der Koch. Oben. Fuck off, Nils! Ich will hier Luafin zuhören. Bitch! Moin, Steffen, was geht ab? Okay. Was macht ihr hier in der Gegend? Ich bin Bade, ausgebildet an der Badenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Gewiss. Was kann ich für euch tun? Könnt ihr das Dach... Ey, Lady, kannst du das Drachenblut naht spielen? Übrigens, ich bin das Drachenblut, ich nähe mich dir jetzt an. Ja. Spiel mal. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. So, wer bist denn du, alte Frau? Jora? Die ist halt echt gut. Also, dass die eine deiner liebsten Bahnen ist, Keck, kann ich gut nachvollziehen. Bin immer noch da. Geht ihr voran? Kennt ihr Talus? Er hat das Kaiserreich gegründet. Achso, I don't care. Wer bist du? Ich rede ihn an, er geht erstmal zurück. Die Welt braucht Heldengeschichten mehr als je zuvor. Okay, du bist irgendein interessanter NPC. Seid auf der Hut. Der Schlechter könnte hinter jeder Ecke lauern. Plot Twist, sie ist der Schlechter. So, also das ist hier so ziemlich, Dunstfälschen. Also eine Taverne oder sowas. Elder, früher Morgen. Ihr seid hier in Wenn ihr Lust auf einen kleinen Bissen habt, hätte ich frisch gebackenes Brot und guten Käse anzubieten. Scheint wird Bade bei Skyrim sucht den Baden. Definitiv. Habt ihr oben diese Kerze über dem Feuer gesehen? Sie wurde vor 163 Jahren angezündet. Damals war dieses Gebäude das Zuhause des großen Kriegers Wundheim.
Als bekannt wurde, dass er gefallen war, zündete sein Sohn Derokt ihm zu Ehren die Kerze an. Niemand weiß, warum sie heute noch brennt. Einen schönen Abend. Wow, die haut jetzt gerade a cappella raus. War das dunkel, es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da. Das ist die der schlechteste, dachte ich auch jedes Mal, das ist mega suspekt. Warte, welche Kerze? Ich werde eine Möglichkeit finden, mein Buch zu vollenden. Mal schauen, warte, Blitz, Flammen, Beschwörung, Magie. Zerstörung. Kennt ihr Geschichten voller Mut und Mut? Ich würde sie gerne auf. Verflucht! Stierflamme! Geh aus! Man braucht, by the way, die schlechte Quest, um das Haus in Windhelm zu bekommen. Ich habe mir mein Vermögen als Schiffskapitän erarbeitet, aber jetzt bin ich im Ruhestand. Ja, wir machen jetzt erstmal Sturmmäntel und danach können wir ruhig die schlechte Quest machen. Jede Nacht gehe ich in den grauen Bezirk. So, also du hast gesagt, rechts ist toller Bezirk. Quasi die mit Muni. Kalixus Haus der Kuriositäten. Heute hat wieder niemand Blumen gekauft. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wer bist du? Wo sind deine Eltern? Sie sind tot. Meine Mama ist gestorben, als ich klein war. Ich kann mich nicht sehr gut an sie erinnern. Mein Vater war ein Soldat der Sturmmäntel. Eines Tages zog er in den Dienst und kam nicht mehr zurück. Ich verkaufe Blumen, damit ich Essen kaufen kann. Es ist nicht viel. Aber was soll ich sonst machen? Buhu, weine mehr, Sophie. Danke, dass ihr mit mir geht. Buhu. Adopter, nee. Links ist Händler und reiche Upsa, da habe ich mich falsch erinnert. Ich bin nicht unbedingt gut, was Orientierung angeht. Ah, hier habe ich sogar eine Schmiede. Habe ich auch eine Schmelze? Ich habe sogar eine Schmelzhütte hier. Ah, wie cool. Das ist wirklich cool. Ich scroll gerade wieder in mein anderen Zeug her. Rum. Jo, also hier kann ich schmieden. Hier ist der Markt. Kann ich klauen? Die so, ja, wir haben zwar ein komplettes Armenviertel, aber wir lassen all unsere Sachen hier ganz friedlich rumstehen. Ihr seid doch deppert. Name wäre dann keck. Hier ist sogar ein Arkaner Verzauberer. Warum steht hier Eiskatze und Arkaner Verzauberer umher? Neuer Eisenhelm, Eisenpanzer, Stahlhelm, Eisenrüstungen. So, was wärst du? Du wärst quasi der... Nee, du bist das weiße Fläschchen. Okay, also du bist hier Ort, wo ich Zeug holen kann. Info. Warum... Jetzt schon überstehen. Komm rein, jemand schreit erstmal so... Eine derartige Reise. Wir wissen nicht, was da drin ist. Hast du nicht gesagt, hier sind die Reichen? Schau dir das mal an. Der da unten stirbt gerade. Eieiei. Stirb bitte leiser. Es geht euch nicht gut. Setzt euch. Ich hole euch ein Stärkungs... Shit. So ein bisschen nach rechts. Hat niemand mitbekommen. Mein Gott, jetzt. Der zählt als Händler. Oh, okay. Ich es wohl mittlerweile entdeckt. Ich bin der Antwort so nahe. Oh Gott, der hat mich dahin führt. Worum habt ihr gestritten? Ach, bloß mein ganzes Lebenswerk. Ich habe endlich herausgefunden, wo sich das weiße Fläschchen befindet. Aber dieser dumme Wichtigtuer will es mich nicht holen lassen. Wenn ihr mir sagt, wo es ist, kann ich es euch holen. Das würdet ihr tun? Nee. Es ist gut zu wissen, dass es noch Leute gibt, die bereit sind, einem alten Mann zu helfen. Es ist zusammen mit seinem Schöpfer Kuralmil in einer seit langem verlassenen Höhle westlich von hier begraben. Kuralmil war ein gewiefter Bursche, selbst im Tode noch.
Um seine Ruhestätte zu erreichen, bräuchtet ihr die Fertigkeiten eines Meisteralchemisten. Zu eurem Glück habe ich die Mixtur bereits zusammengebraut. Hier, nehmt sie. Bitte. Macht schnell. Ich habe schon genug Zeit damit verschwendet, mit meinem nutzlosen Assistenten hier zu diskutieren. Steht einfach so lockerflockig da, ja, ne, was geht ab, so, ne, alles gut, ne, und bei mir so, ne, ja, heute war super kaltes Wetter draußen. Eieiei, ihr hättet wenigstens eine Hustenanimation reinsetzen können, was, warum ist das Fläschchen so wichtig für euch? Der Trick ist, seine Quest zu machen, bis er stirbt in einer Kälte, überbleibt zu einmal unter Clown. Ich suche schon mein ganzes Leben lang danach. Es hat mich aus den warmen Gefilden von Somerset bis in diese eisigen Weiten geführt. Ich habe ganze Jahre in Bibliotheken verbracht. Ich war selbst in winzigen Dörfern mit örtlichen Legenden, in denen das Fläschchen nur flüchtig erwähnt wird. Ich habe sogar meinen Laden danach benannt, in der Hoffnung, dass es jene anlocken würde, die davon gehört haben. Und nun ist es zum Greifen nahe. Doch wie es scheint... wollen die 80 auf meine Kosten avisieren. Denn in meinem jetzigen Zustand werde ich es niemals an mich bringen. Animationen kosten Geld, das ist wahr. Ein legendäres Fläschchen, das in den Tagen geschaffen wurde, als das Eis gerade damit begann, Himmelsrand zu überziehen. Ein kleiner Behälter, der aus dem von Magie durchwirkten Schnee gefertigt wurde, der zuerst auf den Hals der Welt fiel. Es heißt, das Fläschchen würde sich mit jeder Flüssigkeit wieder auffüllen, die man hineinschüttet. Für einen Alchemisten wie mich ist das die reinste Form meiner Kunst. Etwas aus dem Nichts zu schaffen ist... Poesie. Med, unendliche Anzahl an... Wieso steht ihr immer noch hier rum? Los, holt mir das Fläschchen, ihr Schwachkopf. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Hat er mich gerade Schwachkopf genannt? Du. Es tut mir leid, dass ich immer so hart mit euch ins Gericht bin. Ich habe eben Angst, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. Also, du Schwachkopf, ah, es tut mir voll leid. Achso, das sagt er zu dem anderen, du Kackhaufen. Stirb. Stirb bei deinem Husten einfach. Warum? Sind hier so viel... Oh, das ist eine Schaufel. Ein Bett, ein Besen. Brauchte ich nicht einen Besen für irgendwas? Ich hatte etwas über die Auswirkungen der Destillation nachgeschlagen. Tschüss, Geise. Tschüss.